gegen Köln, gegen Frankfurt, Europapokal. Und es ist jetzt schon das 5. oder 6. Spiel ohne Gegentor. Lothar. Und da ist der Ball. Der Ball ist im Tor. 15 Sekunden, nachdem ich diese saubere Bilanz von Alke Himmel noch einmal herausgestellt habe. Und der Torschütze ist Mannschaftskapitän Caroline Chapo. Die Vorarbeit von Lothar. Watzi lässt durch. Und aus dem Hintergrund Chapo zum 1:0 für Banja Tatabanja. Gespielt sind 53 Minuten. Oh, jetzt wird es spannend. Die Zuschauer wachen auf. Die erste Halbzeit haben sie mehr zum Sonnenbad genutzt als zum Anfeuern ihrer eigenen Mannschaft. Algöber. Fritz Walter, sehr schön. Klinsmann, der nächste Versuch. Ach, das gibt Elfmeter. Jawohl, das ist zu vertreten. Jürgen Klinsmann wollte zum Ball gehen, wurde gerempelt. Hier schauen wir uns das noch einmal an. Hier Klinsmann günstiger zum Ball als die Nummer 2, als Vincent. Aber na, er hat ihn leicht weggedrückt. Man kann den Strafstoß vertreten, man muss ihn nicht geben. Erstaunlich, dass er für die Gastmannschaft gegeben wird. Ja, wer wird treten? Algöber. Bloß nicht Klinsmann, erinnern Sie sich bitte an Seoul. Erstens sollte der Gefaulte selbst nie schießen und zweitens war Jürgen Klinsmann da, alles andere als ein sicherer Elfmeterschütze. Tja, das ist in dieser Situation Glück für den VfB. Wenn ihm jetzt der Ausgleich gelingen würde, dann könnte man im Nu die Schwächen der zweiten Halbzeit überdecken. Karl Algöber, der Libero. Stuttgarts erfolgreichster Torschütze in der Bundesliga. 5-mal war er in dieser Saison bereits erfolgreich. Algöber gegen Kisch. Tor! 1:1. 76. Minute. Karl Algöber. Bis der Torwart sich bewegt und schiebt dann in die rechte Ecke ein. Eins zu eins. Und es ist von Michael Schröder, den ehemaligen Hamburger mit der Rückennummer 13, am Spielfeldrand zusammen mit Willi Entenmann und Ari Hahn. Mit seiner guten Leistung, er hat